Wer für einen Sommerurlaub inmitten alpiner Gebirgskulisse einen besonders schönen Urlaubsort in Österreich sucht, kann zwischen Kufstein und Innsbruck einen Ferienort der optischen Extraklasse entdecken. In über 1000 Meter Höhe auf einem sonnigen Plateau gelegen, empfängt im Alpachtal am Fuß des 1898 Meter hohen Gradelspitz die Gemeinde Alpach ihre Urlaubsgäste. Der Ort wurde wegen seines einheitlich traditionellen Baustils und der üppigen Blütenpracht an den Häusern und in den Gärten zum schönsten Dorf Österreichs und zum schönsten Blumendorf Europas gekürt. Ein architektonisches Gesamtkunstwerk der gelebten Tradition erwartet die Urlaubsgäste in Alpach, ohne auf den modernen Komfort und Luxus der Gegenwart verzichten zu müssen. Über viele Jahrhunderte wurde das Ortsbild vom Alpacher Baustil geprägt, der strenge Vorschriften beim Häuserbau vorgab und bei dem jedes Bauwerk ab dem ersten Stockwerk nur aus Holz bestehen durfte. Rund um das blumenreiche Ortszentrum finden die Urlaubsgäste die traditionsreichsten Gebäude von Alpach. Im 15. Jahrhundert wurde an der Gradelspitze Silbererz entdeckt. Und die reichen Fugger von Augsburg richteten während der Abbauzeit im Ort eine Verwaltung mit Berggericht im historischen Böglerhof ein. Eine Fuggerstube aus jener Zeit ist im renommierten Romantikhotel Böglerhof im Originalzustand erhalten geblieben. Das Ortszentrum wird dominiert von der katholischen Pfarrkirche, die um das Jahr 1720 im Barockstil errichtet wurde. Ein Besuch des Innenraumes ist lohnenswert, denn die farbenprächtigen Altäre und der Innenschmuck wurden von einheimischen Künstlern und Handwerkern aus Alpach gefertigt. Sehenswert sind die schmiedeeisernen Kruzifixe und das einheitliche Erscheinungsbild des anschließenden Ortsfriedhofes, auf dem auch das Grab eines Nobelpreisträgers entdeckt werden kann, der hier im Ort seinen Lebensabend verbracht hat. Der Aufenthalt von Nobelpreisträgern ist in Alpach übrigens keine Seltenheit. Denn im modernen und architektonisch beeindruckenden Kongresszentrum von Alpach treffen sich alljährlich bedeutende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur zum Meinungsaustausch zu wichtigen Themen der Gegenwart und der Zukunft, beim bedeutenden Europäischen Forum oder zahlreichen anderen Kongressen. Bei einem Bummel durch den gepflegten Ort werden Urlaubsgäste viele urige Häuser mit ihren farbenprächtigen Blumenbehängen bestaunen können. Der Charme dieser Bauwerke, die sich sehr harmonisch in die Landschaft einfügen, ist unbeschreiblich und fasziniert Gäste aller Altersgruppen und Nationen immer wieder aufs Neue. Alpach bietet seinen Urlaubsgästen auch im Sommer ein umfangreiches Erholungs- und Aktivprogramm. Unterhalb des Ortes empfängt die Alpacher Bergbahn zu einer schwebenden Reise hinauf zum Widesberger Horn mit der modernen Kabinenbahn. Ob erholungssuchender Gebirgswanderer oder durchtrainierter Aktivurlauber, wer in ca. 2000 Meter Höhe angekommen ist, findet hier zu Fuß oder per Mountainbike die optimale Strecke für den Weg zurück ins Tal.
Familien mit Kindern sollten sich die Spielabenteuer im Lauserland direkt an der Bergstation nicht entgehen lassen. Auf dem Walderlebnisspielplatz gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum Probieren von Geschicklichkeit, Fantasie und Geschwindigkeit für Kinder und Eltern zugleich. Bei schönem Wetter bietet sich ein grandioses Panorama von Alpbach und Ausblicke bis ins Inntal. Auf der Rücktour sei ein Abstecher in den Ortsteil Inneralpach empfohlen, der ebenfalls über schöne Wanderrouten von Alpbach aus erreichbar ist und schöne Aussichten ins Tal ermöglicht. Die Region rund um Alpbach bietet zahlreiche interessante Ziele für Tagesausflüge. Besonders lohnenswert ist ein Bummel durch die geschichtsträchtige Glasstadt Rattenberg. Viele restaurierte Bürgerhäuser aus dem Mittelalter prägen das Stadtbild. Und die Terrassen zahlreicher Cafés und Restaurants laden dazu ein. Das historische Flair entlang der Südtiroler Straße und in den angrenzenden Gassen intensiv zu genießen. Auffällig sind die zahlreichen Geschäfte mit Erzeugnissen der Glaskunst in den Auslagen, die hier in Rattenberg in mehreren Manufakturen hergestellt werden. Die Stadt ist mit ca. 400 Einwohnern die kleinste Stadt Österreichs und liegt malerisch zwischen dem Fluss Inn und dem Fels einer Burg aus dem 10. Jahrhundert. Vom Stadtzentrum auf den höher gelegenen Schlossberg gelangen die Besucher über einen kurzen Aufstieg, der direkt durch das romantische Freilichttheater führt und an der Burgruine endet. Vom Aussichtsplateau bietet sich ein schönes Panorama über das Städtchen Rattenberg und weite Teile des Unterinntales. Ein weiteres architektonisches Kleinod im Inntal, unweit von Brixlik, ist das Schloss Matzen, das im 12. Jahrhundert im romanischen Stil errichtet wurde und zu den bedeutendsten historischen Anlagen Tirols zählt. Heute beherbergt das imposante Schlossensemble ein besonders stilvolles Schlosshotel. Unterhalb des Schlosses befindet sich am Schlosssee das Gut Matzen, dessen blumenreicher Innenhof zum kulinarischen Verweilen einlädt. Wer auf die Spurensuche in die Geschichte Tirols gehen möchte, sollte unbedingt das Museum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach besuchen. Bewahrte Geschichte auf kleinem Platz bietet der 1,5 Kilometer lange Rundweg durch das Freilichtmuseum, auf dem die Besucher historische Bauernhäuser und traditionelle Funktionsgebäude aus allen Teilen Tirols bestaunen können und viele interessante Einblicke in die Lebensweise der Landbevölkerung in den vergangenen Jahrhunderten erhalten. Am Ende des Rundweges erwartet die Gäste ein Wirtshaus mit historischem Ambiente zum erholsamen Ausklang des Museumsbesuches. Nur wenige Kilometer vom Museum entfernt
laden an schönen Sommertagen in Kramsach die wärmsten Badeseen Tirols. Der Rheintaler See und der Krummsee mit gepflegten Liegewiesen und sauberem Wasser zur Erfrischung ein. Genießen Sie Ihren Sommerurlaub im schönsten Dorf Österreichs in Alpach und seiner Umgebung mit allen Sinnen. Vor Ort erhalten Sie in der Touristinformation viele weitere Anregungen für abwechslungsreiche Urlaubstage, damit Ihre Zeit im Alpachtal zu einem echten Sommermärchen werden kann.